Die Koltmannstraße im Lüneburger Wasserviertel. Vor 400 Jahren eine typische Handwerkergasse. Hier wollten Bärbel und Gerd Krenzin wohnen. Nur 5 Meter schmal, 9 Meter lang, dafür aber 5 Stockwerke. Bärbel Krenzin nennt es ihr kleines Hochhaus. Stufen sind es vom Keller bis zum Dachboden. Jeder Quadratmeter wird ausgenutzt. Das war früher mal die Räucherkammer. Und da wir Teile original erhalten wollen, haben wir das nicht verändert. Aber dahinter ist meine Waschmaschine. Sehr skurril, aber es ist so. Ja, und da geht es rein. Da muss ich immer schön aufpassen hier, dass ich mir den Kopf nicht stoße. Und dann bestücke ich die Waschmaschine. Ich habe mich daran gewöhnt, das so zu machen. Natürlich, das ist immer eine Frage des Wollens. Und wenn man das will, dann ist es kein Problem. Wenn ich jetzt immer hier hochgehen würde, denke ich, oh Gott, ich muss da rein. Aber das ist nicht so. Ich finde es auch irgendwie witzig. Seit 26 Jahren leben Bärbel Krenzin und ihr Mann in und mit dem über 400 Jahre alten Fachwerkhaus. Also das ist 1574 gebaut und ist im Holz noch total original bis nach oben hin. Als wir das zuerst hier durch dieses Haus gingen, da sind wir hier in Ehrfurcht irgendwie stehen geblieben und haben gedacht, Mann, ne? Wie viele Generationen hier schon drin gewohnt haben und ob die früher wohl auch ihre Wäsche hier oben aufgehängt haben. Als dieses Haus gebaut wird, ist Lüneburg eine reiche Stadt. Den Handwerkern aus dem Wasserviertel geht es gut. Sie können sich solide Häuser leisten. Die oberen Etagen dienen als Lager. Gelebt und gearbeitet wird im Erdgeschoss. Als Krenzins das Gebäude 1988 kauften, war das Haus eine Ruine. Und der damalige Besitzer ruiniert. Die Frau von diesem Vorbesitzer, die hatte ihren Mann auch schon verlassen, weil sie das nicht mehr aushielt. Und die beiden Kinder, die er hatte, die haben dann irgendwann auch gesagt, Papa, wenn du das jetzt nicht verkaufst, dann sind wir auch weg. Und das war der Grund, warum er sich dann entschlossen hat, das Haus zu verkaufen, weil er seine ganze Familie nicht verlieren wollte. Krenzins schreckt das nicht ab. Sie nehmen einen Kredit auf und schuften jedes Wochenende auf der Baustelle. Wir hatten also zu unserer Hochzeit, die hier in Lüneburg gefeiert wurde, zur Hälfte ungefähr der Sanierungszeit, wir waren also schon ungefähr ein Jahr dabei, die Familie eingeladen, sich das mal anzuschauen, denn die hatten das vorher nicht gesehen. Und wir merkten dann an der Reaktion, dass die also sagten, was machen die eigentlich hier? Das ist ja unvorstellbar, was sie sich da noch vorgenommen haben. Der Zustand war noch immer so, als wenn man praktisch ja noch kein Ende absehen konnte. 2 Jahre dauerte die Renovierung. Heute ist Krenzins Haus eins von über 1000 geschützten Baudenkmälern, die vom Reichtum der alten Hansestadt erzählen. Aber woher hatten die Lüneburger damals so viel Geld? Die Legende geht so. Vor 1000 Jahren, Lüneburg umgab noch dichter Wald, pirschten Jäger durchs Gebüsch. Da sahen sie eine kapitale Wildsau, die in der Sonne schlief. Ihr Fell war ganz weiß. Sie fackelten nicht lange und erlegten die Sau. Salzkristalle. Sie folgten der Fährte, fanden den Tümpel, in dem die Sau sich gewälzt hatte. So führte sie die Lüneburger an die Quelle fast unerschöpflichen Reichtums.
Salz, das Gold des Mittelalters. Und hier wird es verschifft. Der Ilmenau-Hafen ist das Herz des Wasserviertels. Geschäfte machen kann man auch mit Gerstensaft. Direkt am Kai baut der Kaufmann Clavis Kroger 1517 ein Brauhaus. 80 Brauereien gibt es damals in Lüneburg. Dazu gehört immer auch eine Kneipe. Dieter Luhmanns Urgroßvater heiratet 1849 die Brauerwitwe. Seitdem ist das Haus in Familienbesitz. Dieser kleine Raum war die Gaststube. Da sieht man noch die Trennwand. Ne? Und hier war ja die Theke, war aber nur hier vorne. Und das war der Gastraum. Und diese Ecke war beliebt für die Handwerker. Die kamen zu ihrem zweiten Frühstück morgens um 10. Und meine Großmutter, die gern die letzten Nachrichten hören wollte, die setzte sich dann ganz diskret nicht dazu, aber hierhin, paarte ihre Bohnen oder Erbsen oder was und hörte zu. Nicht? Und die Handwerker unterhielten sich beim Frühstück, was alles wieder so passiert war. Die wussten ja alles. Ne? Hier, dieser Tresen war nicht so groß. Da war ein Fenster, das die Frau, die da bediente, die konnte dann Bier zapfen. Und dann standen hier die Hausfrauen so ab 11:30, sage ich mal, Schlange beinahe und holten für die Biersuppe, kamen sie mit Eimern an und holten 4 Liter, 5 Liter, 10 Liter, je nachdem, was sie haben wollten. Ne? Und das wurde dann aus einem Fass in die Eimer eingeschränkt. Ne? Bis ins 19. Jahrhundert aß man Biersuppe aus Dünnbier schon zum Frühstück. Gerstensaft galt als nahrhaft und gesund, auch weil es an sauberem Trinkwasser mangelte. Sogar die Kinder tranken Bier. Im Mittelalter konsumierten die Lüneburger 1,7 Liter pro Kopf und Tag. Dieter Luhmanns Großvater will aus der Brauerei ein modernes Unternehmen machen. 1888 baut er an und verlegt die Produktion in ein neues Gebäude. Damit hat der riesige Dachboden des alten Giebelhauses seine ursprüngliche Funktion verloren. Hier war also vor 1888, bevor die Melzerei gebaut wurde, die Brauerei drüben, da war praktisch hier die Melzerei. Hier war die Tenne, wo die Gerste keimte und zu Malz verarbeitet wurde. Nach dem Umbau steigt die Luhmannsche Brauerei zur drittgrößten in ganz Lüneburg auf. Der Chef muss jetzt nicht mehr alles selbst machen, sondern kann sich Angestellte leisten. Und der Dachboden bekommt eine neue Funktion. Als mein Großvater nach und nach seine 6 Kinder bekam, da wurden hier, weil hier oben die Kinderetage, da wurde hier das wurden Kinderzimmer eingerichtet. Und es war kein elektrisches Licht natürlich und keine Heizung. Die Kinder haben hier oben geschlafen. Mein Vater erzählte, wenn er morgens aufwachte, dann hat ein Mädchen ihm da die Schüssel am Abend hingestellt mit Wasser. Und das war manchmal gefroren im Winter. Ne? Da konnte er sich nicht waschen, war eigentlich auch froh, dass er sich nicht waschen musste. Ne? Das heißt aber nicht, dass es den Luhmanns schlecht geht. Im Gegenteil, Braumeister ist ein durchaus angesehener Beruf. Die Brauergilde, die war sehr einflussreich. Und es gab eben unzählige Brauereien, so viel wie Gastwirtschaften, kann man sagen. Nicht? Und dieser Wasserturm, der da zu sehen ist, da kriegten die Brauer ihr Wasser her. Ne? Schon 1338 gibt es die erste Wasserleitung in Lüneburg, auch zu Privathäusern. Wer sich sowas leisten kann, hat ganz klar sein Geld mit Salz gemacht. Dieses Salz lagert in Lüneburg dicht unter der Erdoberfläche. Aber es wird nicht wie in einem Bergwerk abgebaut, sondern das unterirdisch salzführende Wasser, die Sohle,
wird mit Eimern geschöpft oder später hochgepumpt. In großen Siedepfannen wird die Sole so lange gekocht, bis das Salz übrig bleibt. 1000 Jahre lang, bis zur Schließung der Lüneburger Saline 1980, geht das so. Salzsieden, im Mittelalter eine Plackerei. Und deshalb machten die Eigentümer der Siedepfannen, die sogenannten Sülzprälaten, es natürlich nicht selber. Siedearbeiter schwitzten Tag und Nacht an den Pfannen. Um die Dauerfeuer der Siedeöfen am Laufen zu halten, wurden ganze Wälder abgeholzt. So entstand die Lüneburger Heide. Im Lüneburger Rathaus haben damals die Salzherren das Sagen. Im Mittelalter ist Salz das einzig verfügbare Konservierungsmittel. Darin kann man Heringe haltbar machen. Die sind eine wichtige Fastenspeise. Und die Seefahrer brauchen sie als Proviant. Der Exportschlager Salz macht die Stadt zu einem wichtigen Mitglied der Hanse. Hinter verschlossenen Türen tagen die Ratsherren und wählen ihren Bürgermeister. Bei all dem Wohlstand kommen einige der Mächtigen sogar auf die Idee, etwas abzugeben. Manch Ratsherr stiftet einen Teil seines Vermögens den Armen. Davon profitieren die Lüneburger noch heute. Der Rote Hahnstift, das Vermächtnis des Ratsherrn Hinrik Erpensen, wird gerade renoviert. Na, ordentlich bei der Arbeit? Ja. Was machen Sie denn jetzt gerade? Die kaputten Steine austauschen gegen neue. Ach so. Welche sind eigentlich alles neu hier? Die hellen. Also der hier zum Beispiel, der. Aha, und die anderen alle 16. Jahrhundert? Ja, das kann ich nicht sagen. Elke Frost und ihre Kollegin von der Lüneburger Bürgerstiftung kümmern sich darum, dass die Spenden von damals auch heute noch in die richtigen Hände kommen. Dieses Gebäude ist 1478 von dem Ratsherrn Hinrik Erpensen der Stadt Lüneburg gegeben. Und seit 1478 wohnen hier bedürftige Lüneburger. Bewohner des Rote Hahnstifts mussten fleißig für ihn beten, damit er in den Himmel kam. Gottesbuden wurden die Wohnungen im Roten Hahn deswegen genannt. So versuchten reiche Lüneburger mit Wohltaten ihre Seele zu retten. Sozialer Wohnungsbau im Spätmittelalter. Über 500 Jahre danach hat sich hier fast nichts verändert. Heute müssen die Bewohner des Rote Hahnstifts nicht mehr beten, um eine Wohnung zu bekommen. Ein Wohnberechtigungsschein reicht völlig aus.
Bei der Renovierung wurden die oft nur 20 Quadratmeter kleinen Wohnungen zusammengelegt. Horst Röper hat jetzt eine Zwei-Zimmer-Wohnung für sich allein. Ich wohne hier schon gut 20 Jahre. Ich habe hier eine kleine, gemütliche, romantische Wohnung. Also ich finde das hier auch sehr gut. Es ist hell, schön. Die letzte große Renovierung liegt 30 Jahre zurück. Es war alles eiskalt, kühl, kalt. Naja, und auch dreckig und alles. Also es war sehr, sehr abgekommen. Ein sozialer Brennpunkt in mittelalterlichen Mauern. Wir hatten hier alles von Alkoholiker, Drogensüchtige, Frauen mit Kindern, alleinstehend. Ja, also man kann sagen, quer durch den Garten so. Wohnverhältnisse aus einer Zeit weit entfernt von unseren heutigen Ansprüchen. Trotzdem war an alles gedacht. Hier war früher Abstellraum für Kohle und Holz zum Heizen und zum Abstellen so. Und hier daneben war dann eben die Waschküche und die Toiletten für alle hier, die hier gewohnt haben, ganz früher. Die feinen Ratsherren residierten deutlich bequemer. Um 1500 erlebt Lüneburg seine Blütezeit. Am Sande versammeln sich die Fuhrleute. Von hier geht das Salz auf die Reise. Auf der alten Salzstraße brachten Fuhrwerke das Salz von Lüneburg nach Lübeck. Doch die Wege waren schlecht und die Händler wurden oft überfallen. 1398 der Durchbruch, der Stecknitzkanal. Jetzt konnten Schiffe direkt aus dem Ilmenau-Hafen nach Lübeck fahren. 20.000 Tonnen Salz verließen so jährlich Lüneburg. Jahrhundertelang haben die Lüneburger die Solequelle unter ihrer Stadt ausgebeutet. Das blieb nicht ohne Folgen. Der Boden unter der Altstadt ist unterspült. Dass diese Häuser heute noch stehen, ist der Initiative Lüneburger Bürger zu verdanken. Herr, schütze mich und die hier hausen vor Planern und Kulturbanausen, lässt sich der Gründer der Bürgerinitiative in den Balken seines Hauses schnitzen. In den 50er Jahren sah es hier so aus. Das Senkungsgebiet soll großflächig abgerissen werden, weil die Häuser hier abgesackt sind. Und weil sie schon mal dabei sind, wollen die Stadtplaner von damals Lüneburg lieber gleich autogerecht modernisieren. An die 200 Baudenkmale werden abgerissen, bis ein Umdenken einsetzt. Ohne Menschen, die sich für die alten Häuser engagieren, gäbe es die Lüneburger Altstadtviertel wohl nicht mehr. Heute gilt es als Glücksfall, noch ein altes Haus im Wasserviertel zu ergattern. Moin. Hallo. Der Arzt Rainer Garve hat es geschafft. Als das Haus in der Lüner Straße zum Verkauf stand, griff er zu. In jeder freien Minute kommt er zur Baustelle. Zu besprechen gibt es eine Menge. Ständig treten neue Probleme auf, von denen am Anfang keiner etwas ahnte.
Altbau eben. Und das schließt dann auch hier genauso ab. Hier ist so ein Bruch drin. Seit einem Jahr beschäftigt sich der Bauherr mit Dachrinnen, Backsteinen und Handwerkerterminen. Manchmal liegen bei ihm und seiner Frau die Nerven blank. Ich bin ja eigentlich Stress gewohnt. Nicht? Also ich habe ja jeden Tag 80 Patienten. Also ich muss ja irgendwie mit Stress umgehen können, nicht? Wenn ich das nicht schaffe. Also wir haben manchmal untereinander Stress, auch in der Familie, weil wir auch zwei Löwen sind vom Sternbild her. Und da gibt es auch manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber man sagt ja immer, der eine gibt nach. Ich will jetzt nicht sagen, der Klügere, aber einer muss ja nachgeben. Nicht? Und wir kommen schon ganz gut klar damit. Hoffe ich jedenfalls. Rainer Garve und seine Frau Jana sind frisch verheiratet. Das neue, alte Haus ist ihr gemeinsames Projekt. Und wenn sie etwas machen, dann richtig. Rainer Garve ist notgedrungen Experte für historische Backsteine geworden. Ein Reichsformatstein, glaube ich, kostet im Baumarkt, glaube ich, ungefähr 70 Cent. Sie müssen, wenn Sie Mindermengen abnehmen, noch einen Rabatt obendrauf bezahlen. Also sind Sie vielleicht bei einem Euro. Ein Klosterformatstein, jetzt, wenn Sie einen alten kaufen, wenn Sie ihn kriegen, nicht so einfach, 4,50 Euro. Neuer Stein, erste Wahl, 8 bis 9 Euro. Also Formatsteine oder Profilsteine da hinten, die kosten, glaube ich, 10 bis 12 Euro. Ein Stein. Und sie brauchen 1.000. Und er sagt, ich brauche nochmal 1.000. Und dann müssen sie irgendwie ranschaffen. Also so ein Haus ist Liebhaberei, muss man wirklich sagen. Das ist nichts, was sich rechnet. Das ist nichts, wo man hier investiert und sagt, boah, wenn, weiß ich nicht, in 30 Jahren habe ich hier das Doppelte davon. Das ist wirklich was, wo man sagen kann, da hängt mein Herz dran und deswegen mache ich das. Und ich versuche es einfach so schön wie möglich zu machen, weil früher hat sich, vor 500 Jahren, hat sich der Baumeister mal was dabei gedacht. Und ich versuche, dieser alten Dame wieder ein bisschen Leben einzuhauchen und und die ganze Schminke runterzunehmen, die im Laufe der Jahre draufgekommen ist. Wer sich darauf einlässt, kann bei der Renovierung eine Zeitreise erleben. Wir haben ganz viel einfach auch hier gelernt. Also ich wusste vorher nicht, dass es Ziege in verschiedenen Formaten gibt, wie Klosterformat zum Beispiel oder Balken, wie alt Balken sein können und trotzdem noch gut sein. Die sehen aus, als ob da der Wurm drin ist und drin ist das Holz einfach noch gut. Ja. Das Bauvirus. Jana und Rainer Garve sind voll infiziert. Sieht doch gut aus. Ist doch gut geworden. Die Herausforderung bei einem fast 500 Jahre alten Haus, historische Baumaterialien finden. Die beiden sind zu Jägern und Sammlern geworden. Und die anderen Felder sollen erstmal frei bleiben. Als wir die Decke abgenommen haben, haben wir gesehen, dass die ganzen Hölzer verfault waren. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Also Stahlbetonträger kann man ja in so ein Haus nicht einziehen. Also hat mein Mann sich hingesetzt und hat geguckt, wo kriegen wir jetzt alte Balken hin, die in die Zeit passen und in dieses Haus passen. Und dann sind wir quer durch die Republik gefahren mit dem Zimmermann und haben diese Balken besorgt und eingebaut. Das sind alte Balken aus dem 18. Jahrhundert. Genau, man sieht im Prinzip noch die mitgewachsenen Wurmlöcher. Ja. Was die Aufteilung der Innenräume betrifft, müssen sich die Garves nicht an Denkmalschutzauflagen halten. Ich brauche da noch ein bisschen Fantasie, aber wir wissen schon genau, wo das Sofa stehen wird. Das Sofa wird hier vorne in der Ecke stehen, gegenüber der Fernseher. Hier kommt ein schwedischer Rundofen hin. Barockkommode, ich glaube in dieses. Hier kommen wir mit der Treppe hoch, also es ist eigentlich schon komplett eingerichtet. Ist schon klar, das sind so kleine Details, die man noch ändern muss, aber bis alles bezugsfertig ist, dauert es mindestens noch ein halbes Jahr, wenn die Handwerker die Termine einhalten. Alte Häuser restaurieren. Eines der letzten Abenteuer. Die Krenzins aus der Koltmannstraße gleich nebenan haben diese nervenaufreibende Zeit schon hinter sich. Aber auch das Wohnen bleibt spannend. Aus dem fast 500 Jahre alten Handwerkerhaus haben sie mit viel Liebe und Sachkenntnis ein echtes Schmuckstück gemacht.
Jahrelang stöberten sie auf Antikmärkten, um die passenden Möbel zu finden. Trotzdem stellt sich die Frage, wer passt sich wem an? Das Haus den neuen Bewohnern oder die Bewohner dem Haus? Ein paar Kekse finde ich ganz gut. Das Haus hat eine gewisse Schräglage, also es hat von einer Seite zur anderen, von Giebel zu Giebel, eine Schräglage von mehr als 20 cm. Und diese Schräglage, die bildet sich ja natürlich auch den Fußböden noch ab. Und man hat immer das Gefühl, oder hatte das Gefühl, wenn man auf den Böden steht, dass man auf diesen Böden irgendwie wie auf einem schwankenden Schiff läuft. Ich habe hier mal eine Kugel, an der man das demonstrieren kann. Wenn man also so eine Kugel hier auf den Boden legt, und die würde ja normalerweise hier liegen bleiben, wenn der Boden gerade wäre, würde sie sich nicht bewegen. Aber man sieht sehr gut, dass sie hier relativ schnell Fahrt aufnimmt. Die Lösung? Die Möbel einfach auf Klötzchen stellen. Hier kann man das sehr gut sehen, dass die Deckenhöhen also nur noch ein Minimum bieten. Das heißt, also hier sind wir ungefähr bei 2 Meter unter den Balken. Ich bin 1,85 groß. Und das ist für manche Menschen, empfinden das schon als Bedrängung. Also die haben schon klaustrophobische Eindrücke hier. Klar, diese Etage war früher ja auch nur als Lagerboden gedacht. Dafür gibt es im Haus der Krenzins Technik aus dem 16. Jahrhundert, die sich auch heute noch als durchaus praktikabel erweist. Das Windenhaus. Viel leichter als über die enge Treppe. Da ich meine Waschküche hier oben habe, wo mich immer alle drüber auslachen, haben wir eine Waschmaschine hier hochgezogen. Wobei die Firma also das überhaupt nicht machen wollte. Die haben gesagt, also das hätten sie noch nie gemacht und das wäre ihnen zu unsicher. Aber dann haben wir sie doch überreden können und dann haben wir unsere Waschmaschine hier hochgezogen. Als diese Häuser gebaut wurden, war die Waschmaschine noch längst nicht erfunden. Früher hämmerte in diesem Hinterhof ein Nagelschmied vom Morgengrauen bis zum Abend. Später in den 60er Jahren tobten hier die Kinder. Im Mittelalter und noch lange danach spielt sich das Leben draußen auf der Straße ab. Im Wasserviertel leben all diejenigen, denen der Salzhandel ein Auskommen bietet. Dazu gehören auch die Fassmacher. Fässer, die Container des Mittelalters. In ihnen konnte man fast alles lagern und transportieren. Salz, Heringe und auch Bier. Aber nicht jeder konnte einfach Böttcher werden. Die Handwerker waren in Zünften organisiert, mit strengen Regeln. Etwa 80 Böttcherbetriebe gab es in Lüneburg. So gefragt waren die topmodernen Behältnisse. Am Ilmenauhafen stehen noch heute die alten Kontorhäuser. Hier war das Zentrum des Salzhandels. Der alte Hafen gab dem Wasserviertel seinen Namen. Hier wurden alle Güter des täglichen Bedarfs umgeschlagen. Und daran wollten die Lüneburger Stadtherren mitverdienen. Um die Stadt wird ein Wall gebaut. Die Landwehr. So wurden reisende Kaufleute gezwungen, ihren Weg durch Lüneburg zu nehmen. Lüneburg besaß nämlich das Stapelrecht. Das bedeutete, dass alle fahrenden Händler ihre Waren im alten Kaufhaus lagern und in Lüneburg zum Verkauf anbieten mussten.
Konjunkturförderung im Mittelalter. Zur Blütezeit im 15. Jahrhundert verlassen jährlich an die 1000 Schiffe den Hafen. Hier wird auch das Brennholz für die im Dauerbetrieb laufenden Öfen der Saline gelöscht. Dabei spielt der alte Kran eine entscheidende Rolle. Ein Wunderwerk der Technik. Wer ihn benutzen wollte, zahlte Krangeld. Betrieben wurde er mit Muskelkraft. Wie im Hamsterrad mussten Sträflinge den Kran in Schwung bringen. Um 1840 hob der Kran seine schwerste Last, eine Dampflok. Sein letzter Einsatz. Seine Zeit war damit vorbei. Gut möglich, dass auch die Gerste für das Brauhaus im Hafen angeliefert wurde. Besitzer Dieter Luhmann ist mit seinem Architekten verabredet. Gunnar Schulze hat sich auf die Sanierung historischer Gebäude spezialisiert. Im vergangenen Jahr hat Dieter Luhmann die Giebelseite renovieren lassen. Jetzt fehlt noch die Fassade mit dem Erker für den Kranausleger. Ja, das ist vor ca. 30 Jahren gedeckt. Es ist zwar nicht isoliert, aber schwer einzuschätzen, was da bei einem 500 Jahre alten Haus so alles auf den Bauherrn zukommt. Die Hauptherausforderung besteht darin, dass man nie mit Standards zu tun hat, sondern immer auch Überraschungen erlebt. Gerade wenn man anfängt zu bauen und bestimmte Steine, die kaputt sind, herausnimmt und denkt, dass sich das auf einen kleinen Bereich begrenzt, kann es durchaus passieren, dass einem dann auch größere Bereiche dann entgegenbröseln. Jetzt sieht man natürlich auch ganz schön. Seit 4 Generationen ist das Haus in Familienbesitz. Nun trägt Dieter Luhmann die Verantwortung für das denkmalgeschützte Gebäude. Dieses Haus, wirtschaftlich ist es überhaupt nicht. Wenn das nicht ein Familienhaus wäre, ich hätte mir sowas nie gekauft. Ne? Also die Sanierung drin, da ist die Schätzung 1 Million Euro. Ne? Und wenn man das drin, also mal richtig zum Wohnbereich wieder herrichtet und so. Ne? Und das ist wirtschaftlich überhaupt nicht tragbar. Ne? Ein altes Haus ist ein Klotz am Bein, wenn man so will. Ne? Architekt Gunnar Schulze kennt das Dilemma der Bauherren. Auf der einen Seite soll die Sanierung der alten Häuser möglichst behutsam und hochwertig sein. Auf der anderen Seite stehen die enormen Kosten. Ähnlich ist es auch auf seiner nächsten Baustelle, dem mittelalterlichen Rote Hahn Stift. Auch hier muss um jeden Cent gefeilscht werden. Die Grundsanierung des Gebäudeensembles ist ohnehin schon teurer geworden als geplant. Der Architekt muss Überzeugungsarbeit leisten. Ja, schauen Sie, Frau Frost, also hier ist der Stein besonders kaputt, was ich Ihnen auch schon sagte. Da, wenn wir das jetzt noch rauskratzen, sieht man das genauso. Das ist sehr stark. Er eine Oberfläche stark ab. Wenn das erstmal passiert ist, dann kommt da immer wieder Wasser rein und durch Frost geht das dann immer weiter kaputt. Ja, das ist viel. Wenn man sich das mal anschaut, ist richtig nur noch morsch und brösel. Wir sind mal gestartet mit Kosten von 1 Million. Wir sind jetzt bei ein Viertel und die eher kleine Lüneburger Bürgerstiftung ist dabei natürlich auf Unterstützung von überall hier angewiesen. Ne? Das ist nicht so leicht zusammenzukriegen. Dann gucken wir noch mal nach oben, in die Wohnung 8. Ja. Schauen wir, was es da noch zu sehen gibt. Die Sozialwohnungen werden modernisiert. Luxussanierung ist das aber nicht. Ein Glück, dass die Grundsubstanz noch erstaunlich gut ist. Ja, so das. Dass wir wirklich Sicherheit haben, dass es da dann auch Ruhe hat, ne? Für die nächsten 100 Jahre mindestens, hoffen wir. Die Balken sind bauzeitlich einzustufen, das heißt also 16. Jahrhundert.
Wir haben also ja das Gebäude hier, ist auch der älteste Teil des Gebäudeensembles und datiert von 1576. Und das ist noch der Balken von der Zeit, also über 500 Jahre alt. Seit Jahrhunderten steht's. Und seit Jahrhunderten das Haus für einen guten Zweck. Ist das nicht toll? Der Renovierung macht das Ehepaar eine merkwürdige Entdeckung. Dieser Teil vom Keller, der war total abgemauert und wir wussten nicht, was dahinter war. Das war natürlich sehr spannend, weil da kamen die tollsten Gerüchte. Die Tochter meines Mannes sagte, vielleicht sind da Leichenhüter. Und dann haben wir, da es keine Tür oder irgendwas gab, haben wir dann ein paar Steine raus und durchgefasst. Überall fassten wir an Sand oder an Schutt. Aber das war nicht irgendein Schutt. Da haben wir sehr, sehr viele alte Sachen gefunden, also Tonscherben und Glasscherben. Und es war unheimlich spannend, also das zu sehen. Und für mich ganz besonders, weil ich so gerne mache, sowas zu finden. Und dann war das schon eine spannende Geschichte. Einiges davon haben die Krenzins aufbewahrt. Nur aus welcher Zeit die Sachen stammen, wissen sie nicht. Ein Fall für den Lüneburger Stadtarchäologen Edgar Ring. Das ist sogenannte graue Irdenware, die ist ein Henkelansatz und das ist Keramik des 13. 14. Jahrhunderts. Und da sind wir eben praktisch in der frühen Siedlungsgeschichte dieses Wasserviertels. Wir haben ja den Hafen, der vielleicht sogar noch älter ist. Aber in dieser Zeit, im 13., 14. Jahrhundert, entwickelt sich ja Lüneburg ganz rapide. Und wir haben diese graue Irdenware ganz zahlreich hier in der Stadt. Hier haben wir Mineralwasser herkam. Hier sehen wir einen Stempel. Selters. Kennt heute noch jeder. Mhm. Selterswasser. Ja. Und Mineralwasser wurde ja gerne verzehrt, hatte natürlich eine Heilwirkung. Und wir kennen diese Mineralwasserflaschen in ganz großen Zahlen. Das sind nämlich Einwegflaschen gewesen. Also man hat sie im Westerwald produziert, dann abgefüllt an verschiedenen Brunnenorten, die dann auch hier gekennzeichnet werden, dann in den Norden geliefert, leer getrunken und dann weg. Das ist ja unglaublich, dass das Einwegflaschen. Mhm. Es sieht so aus, als hätten die früheren Bewohner den Keller einfach als Müllkippe benutzt. Bis ins 17. Jahrhundert geht es den Lüneburgern prächtig. Doch dann ist Schluss mit Salzig. Die Lüneburger müssen den Gürtel enger schnallen. Es werden kaum noch neue Häuser gebaut. Der Salzhandel gerät ins Stocken. Der grenzenlose Reichtum hat ein Ende. Mehr Salz. Die Billigkonkurrenz aus dem Ausland machte die Preise kaputt. Außerdem gab es weniger Heringe in der Ostsee und einsalzen wollte die auch keiner mehr. Durch die Reformation war Fisch als Fastenspeise nicht mehr gefragt. Was also tun? Die Lüneburger sattelten um. Sie setzten auf Transport. Mit Handelswegen kannten sie sich ja aus. Die ganz große Zeit war vorbei. Aber Bier wird weiter getrunken. Von den 80 Brauereien, die es in Lüneburg gab, befinden sich damals 24 im Wasserviertel. Die Brauerei Luhmann gehört zu den erfolgreichsten. Auch weil die Inhaber immer versuchen, technisch auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Auf dem Dachboden gibt es noch eines der letzten Transporträder, mit dem früher die Getreidesäcke nach oben gehievt wurden. Seit Jahrzehnten hat es niemand mehr benutzt. Archäologe Edgar Ring will versuchen, es wieder in Gang zu kriegen. Damit der Boden nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und die sind circa, ich sag mal, 150 Jahre. Guten Tag, hallo. Tag. Ja, Sie können da wahrscheinlich mehr zu sagen. Ja, aber wir wollen ja heute die Windanlage anschauen. Ah, ja, die Winde ist im nächsten Stock. Ja. Heikle Angelegenheit. Ja, hier haben wir die Windanlage. Ich denke, dass diese Anlage zurückgeht auf die letzte große Erweiterung des Hauses. Das ist 1589 noch mal aufgestockt worden. Und da wird man sicherlich diese Windenanlage schon gebaut haben. Das Haus war also ursprünglich ein Stockwerk niedriger. Und man hat dann eben in der Umbauphase sogar den alten Dachstuhl mit hochgenommen und das Haus vergrößert. Den Saal zum Bedienen. Ja, das Rad dreht sich zwar noch, aber ich denke, da muss wirklich was gemacht werden. Ja. Vielleicht bleibt ja bei der Renovierung der Fassade noch ein bisschen Geld für die alte Winde übrig. Immerhin gibt es sie noch. Nur so kann Dieter Luhmann sie wohl nicht in Betrieb nehmen. Ja, es ist eben bedenklich, weil der Erker marode ist, wenn da Erschütterungen sind. Dann fallen diese Glaspaneelen raus, könnte sein. Und es kann auch das ganze Mauerwerk, das ist ja alles locker und die Balken sind teilweise morsch, nicht? Wenn da Erschütterungen sind. Es kommt darauf an, wie das alte Gemäuer diese Erschütterung noch verträgt. Ne? Und das ist schwer abzuschätzen und das Risiko möchte ich nicht eingehen. Ne? Aber die Verbundenheit der Lüneburger mit ihrem Wasserviertel hat schon einigen denkmalgeschützten Häusern das Überleben gesichert. Und auch die Stifter von damals haben Nachfolger gefunden, die sich jetzt um deren Vermächtnis kümmern. Ich denke schon, dass dies hier einer der, eigentlich denke ich, es ist der schönste Platz in Lüneburg. Gucken Sie unseren schönen Baum an, gucken Sie die Häuser an, gucken Sie diesen Hof an. Eigentlich ist es ein magischer Ort. Also wir lieben dieses Gebäude schon sehr. Die neuen Bewohner der alten Häuser haben nicht nur für sich ein Paradies geschaffen, sondern auch für die Nachwelt. Man ist hier im Grunde genommen zu einer Zeit, eine Zeit lang Gast im Haus und spätere Generationen werden das weiterbeleben und erleben hier. Und das ist also auch ein schönes Gefühl zu haben, dass etwas bleibt.